Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Payday 2 für die Nintendo Switch. Also wir fangen jetzt einfach mal an, noch ein Singleplayer zu spielen und dann switchen wir mal über zum Online-Modus. Ah, ich wollte einmal gucken. Hallo, Schanzen, willkommen bei CrimeMed. Ja, okay, Glückwunsch, du hast. Brauchen wir das nicht? So, hier ist CrimeMed, hier tauchen die verschiedenen Missionen auf. Weil es gibt den Biker-Raub. 2 Tage da das, normal für 56.000. Dann kann man halt die anderen alle sehen hier, ne? 1 Tag. Den nehmen wir. 675.000 können wir damit verdienen. Okay, das ist eine coole Stimme im Hintergrund. Ich lasse trotzdem mal kurz die Sprache nicht aus und lese das vor. Diese miese russische Organisation führt in einem Geheimlabor in Russland irgendwelche perversen Experimente durch. Ihr werdet nicht glauben, was für eine krasse Scheiße die da abziehen. Wir müssen unbedingt verhindern, dass Arkan diese Daten in die Hände kriegt, okay? Jetzt oder nie, Kinder. Okay, wir müssen das Zielgelände erreichen, verschaffen euch Zugang zum Labor und holen die Daten. Und dann müssen wir entkommen. Perfekt, machen wir. Ja. Bin mal gespannt. Also die Ladezeiten vom Spiel halten sich eigentlich immer ganz cool in Grenzen, finde ich. Ja klar, das ist jetzt mal der Punkt, aber dann ist ja noch keine Ladezeiten mehr, dann spielt man das Level ja durch. Also von daher finde ich es ganz gut. Ja. So, gefahren bin ich ja noch keine Sachen bis jetzt. Brauchen wir auch nicht. Wir machen jetzt erstmal diese Mission und schauen, was wir rumkommen. Siedepunkt da. Okay. So, wir schauen uns mal ganz kurz mal an. Ich guck mal, wegen anderen Waffen. Vielleicht andere Waffen hier habe ich noch nicht. Hier schon eine Waffe. Nein. Hier habe ich einen Schaft, damit ich Leute vielleicht abstechen kann. Ich glaube, ich nehme mal ein cooles Messer einfach nur. Klassischen Anzug. Ziehe ein bisschen Dings vor. Ein bisschen geschützter bin. Was ist das hier? Schwere Schutzweste hier? Schutzweste? Schwere ausgewählt. Tempo ist natürlich deutlich niedriger. Hier sind wir am schnellsten mit. Aber es schützt natürlich sehr. Sieht man nur cool aus. Die ist doch ganz gut, die verwenden wir jetzt. Ja, und dann legen wir gleich mal los. Na, oh, cool. Schön mit dem Fallschirm raus. Oh. Nimm mal die Munition mit, die hier liegt. Okay, hier sollen wir irgendwas. Ja, machen wir. Benötigt C4. Wo finden wir C4? Ah, da oben, okay. Oh. Okay, wir müssen in die Richtung erstmal um C4 zu besorgen. Ich habe kein C4. Kann er C4 anbringen? Auch nicht, ne? Ne. Gut, holen wir uns erstmal C4. In die Richtung. Bum, bum. Finde natürlich das Luftabwehrsystem, ja. Hier ist C4 drin. Oh, da schießen sie mich auf mich. So, ich renne schnell rüber und spreng die Sachen in die Luft. Jumpen hier. Okay, ich weiß gar nicht, wie viel C4 habe ich denn. Okay, 4 Stück, das ist ja perfekt. Super. Aber die Musik, die macht einen auch immer so ein bisschen nervös. Also, was heißt nervös, aber einfach weil die so Action geladen ist, ne? Gut, und weg hier, würde ich sagen. Mann. Penner. So, wir müssen die nächsten haben.
So, das Ding ist zerstört. Oh, komm mal, ne? Bitte, fang mal. Oh. Okay, wir müssen das nächste Abwehrsystem finden, dann müssen wir wahrscheinlich in der Richtung laufen mal. Irgendwo, wo das sein kann. Da wird wahrscheinlich die Richtung sein, ne? Laufen wir mal weiter. Da ist das andere. So, gehackt. Hinter mir, da. Ups. Naja, okay. Kriegst du halt davon einen ab. Lebst noch? Wir müssen nochmal ran hier. Weiterhacken. Starten das Ganze. Da ist wahrscheinlich ein Windows-System. Einmal neu starten, bitte. Ah, mit dem. Mit der. Mit Mac wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Okay. So hoffen wir, dass das Thema auch mal standhält und nicht gleich wieder. Oh, ich glaube, wir haben jetzt noch 30 Sekunden, 25 Sekunden. Dann ist die ganze Scheiße gehackt. Ich finde seine Maske ziemlich geil, gell. Ist die? Nee, wo war die Maske? Hängen da so eine digitale Maske, das finde ich ziemlich cool. Die ganze verändert. Oh. Hat den Shields, okay. Da fangen die Granate zu kommen. Okay, gehackt wurde das Ding. Wollt ihr das gerade umhacken? Oh, so. Ah, stopp die ab, die Sau. Scheiß Schilde da immer, ne? Bringt nichts. Naja, wenn von der Seite ankommen, ne? Machen wir auch noch weiter. Ups. Boah, ist auch gar nicht so leicht zu zielen, so also mit der Maus oder der Tastatur geht's einfacher. Okay, ich schicke die Raketen ab. Perfekt. Dann geht's wohl rein, würde ich sagen. Jetzt noch mal hier hinten. Na komm schon, ihr Spackens. Oh!
Von der Seite, von der Seite, von hinten. Okay. Oh, keine Munition mehr. Shit, wir müssen es einsammeln hier. Die Leute haben jetzt gekillt hier. Ein paar noch haben. Ich sammle mal hier drüben bei denen ein. Oh. Treffe ich ihn nicht. So, jetzt haben wir die ganze Munition ein hier. Da ist wirklich viel rum. Wir müssen auf jeden Fall da rein. So viel steht fest. Huh? Na gut. Da rüber gehüpft die Mauer. Sollte ja rechts sein, sind nicht da. Könnt ihr stören. Hier die Tür? Ja, da ist der Punkt, wo wir hin sollen. Aktiviere das EMP. Machen wir. Oh. Oh, verdammt. Schutzschilde schon wieder. Die ganzen Leute mit dem Schutzschild, alle. Man kann die leider nicht selber benutzen, das wäre noch so ein Highlight noch. Da oben. Antags, wo kommen die? Ach, die kommen alle von da rein. Okay. Ich habe keine Granate mehr, sonst hätte ich eine Granate runtergeworfen. Aber es geht auch so. Laden mal die Bombe und sehen, was passiert. Beschützt die EMP-Bombe, okay. Machen wir. Wir müssen mal Munition einsammeln die ganze Zeit. Da können auch noch welche rein, aber gut, lassen wir die Kanister mal stehen. Können wir ja gegenschießen, wenn noch mehr kommen. Ah, da kommen keine. Na gut. Ah, ich glaube, diese Mission als Koop macht schon auch Spaß. Scheiße, dieses Schutzschild da oben. Bringt uns natürlich gar nichts. Oh. Wir müssen ganz kurz hier Munition einsammeln von allen.
Oh, geh nach unten im Labor, ist okay. Wir gehen ja auch runter. Wir müssen nur einmal kurz gucken, dass wir hier irgendwie das ganze Munition mitnehmen. Gib ich ihn mal runter. So, hier geht's rein. Und die Labors sind da unten. Okay. Wie geht das Ziel? Findet den Scanner. Okay, das machen wir. Mein Gott, ist hier viel los. Achso, das sind Zivilisten, die darf man nicht abschießen. Ah, hier ist Gift drin. Ah. Schalte das Gas ab. Wo schalte ich denn das Gas ab? Okay, gucken wir mal nach, wo es rausfinden, wo es herkommt. Kann ich nicht dir mit. Kannst du nicht irgendwas sagen? Lass mir mal die Hände den Typen. Da kann man auch nicht sagen, wo das Gas herkommt, ne? Ich glaube nicht. Okay. Also das Gas kommt ja von oben. Wir sind ja oben reingekommen, also muss das Gas ja irgendwo hier unten sein. Gucken, ob wir es finden. Das Gas leckt. Wie hier außenrum? Da hinten ist auch Gas, ne? Schalten wir das Gas mal ab. So. Jetzt? Okay. Bitte dann scannt eine Versuchsperson. Kann man so eine Geisel holen. Ach Mann. Oh. Mit der Handfeuerwaffe kann man ganz gut schießen eigentlich. So. So, du Spacken, die gehen wir mit. Ah, da du Spacken. Du sollst mitkommen, oder bist du tot? Ja, okay. Please follow. Na gut, dann halt mit dem Maschinengewehr. Ja, mit dem Maschinengewehr. Wir können auch gar nicht mehr kommen eigentlich.
Dann langsam müssen wir mal drauf gehen. Okay, zerschaut man nicht. Oh, diese blöden Blitzdinger. Wir müssen wahrscheinlich erst ein bisschen klar Schiff machen hier, bevor die uns folgen. So. Alter, mal. So, bitte, jetzt muss man mitkommen hier. So, folg mir. Komm hier rein. Und du beschissener Geisel. Ja, komm. Hier rein. Hier, schön rein auf diesen Versuchsding. Oder was soll ich machen? Findet uns gerne. Eine Versuchsperson. Ist eine coole Versuchsperson hier? Hm, wahrscheinlich. Was sagt er denn da? Also ich soll hier? Sie sollte blau gekleidet sein. Ja, ist sie doch. Das ist doch eine Versuchsperson hier. Bin ich. Na gut. Jetzt haben wir genug Munition hier gelassen, die ich mitnehmen kann. Würde ich auch noch mit hier. Gehen wir die nochmal mit. Meine Geisel mit. Oh, jetzt hab ich die Zivilisten getötet da. Hm. Das ist doch merkwürdig. Ja, es ist doch eine. So, komm her. Geh mal rein auf dieses Ding da. Du musst bis hier hin. Hä? Komm her, du im Nacken. Geh rein. Hey, das verstehe ich nicht. Vor allem teste ich alles Mögliche aus, nur damit er hier raufkommt und irgendwie passiert da gar nichts. Hä? Das verstehe ich nicht. Durch die Daten entkommt. Ja, okay. Aber hier steht
Junge, bringt es im Scanner. Ich hab wieder versucht, so einen Bewusstlos gemacht. Ach so, okay, okay, okay. Das ist er hier. Mann. Okay, ein bisschen falsch. Hätte man mal alles richtig gelesen, dann wäre es auch nicht so schwer. Nein. Hier? Habe ich die Versuchsperson? Wie kann ich jetzt hier raufpacken? Finn und scannt eine Versuchsperson. Hab ich doch. Habt ihr ja hier, aber irgendwie kann ich sie nicht hinlegen. Wieso kann ich sie nicht hinlegen? Verstehe nicht. Na gut. Ich weiß nicht, wie viele Safe Kits ich habe, aber ich werde jetzt alle verballern, bis ich hinbekomme, diese blöde. Ich hab die doch schon gefunden, die Person. Ja, aber die muss doch hier, die muss ich doch hier auflegen können. Was ist das denn hier? Achso, Trageperson. Und wo soll die hin? Hier? Ach, die Versuchsperson, ich hab sie doch. Verstehe das nicht. Frage Person habe ich. Das nicht. Ich bin dafür. Ich bin jetzt zu blöd für das Spiel. Ich soll auch hier nur dieses Dings anlegen. Ich kann drücken, was ich will. Das passiert nichts. Okay, vielleicht so. Ah, okay. Kurz drauf drücken, dann geht es besser. So, gucken wir mal, jetzt scannt er den einmal. Beschützt den Scanner, ja, okay. Ja, beschützt den Scanner, gar kein Problem. Eine Tür im Blick behalten, oder? Ich krieg gar nichts. Naja, wir haben 194 Schuss. Da sollten wir ein bisschen weit mitkommen. Da sind so viele Polizisten abgeschossen, da kommt glaube ich gar keiner mehr. Oder doch. Was? Hast du Strom ausgemacht? Na gut. Machen wir wieder an. Also ja, ernst. Noch anmachen das Ding wieder. Ich
Dann noch mehr scannen. Nee, wir schnappen uns den Server. Mach mal ab. Oh, da war alle gut erwischt. Ist es euer Ernst? Die vier haben wir nicht. Schlüsselkarte, mal Schlüsselkarte. Die vier Schlüsselkarte. Wir wollen Bohrer verwenden. Ich werde gar nicht so lange brauchen, ne? Okay, die Person hätten wir auch scannen können. Oh, Alter! Doch ätzend, hätte man bloß mal die Schlüsselkarte gefunden. So, muss den Bohrer nochmal reparieren oder beziehungsweise neu starten. Ist auch mal blöd gelöst, oder? Ja, ja, ich mach doch gerade. Wir können noch C4 irgendwo finden. Wir hätten auch jemanden drauflegen können, wieder okay. Dieser blöde Bohrer jedes Mal. Das war nervig. Den müssen wir mal skillen. Ich glaube, man kann sowas skillen, dass die nicht so schnell kaputt gehen oder schneller sind oder was ich weiß. Mein Messer ab. Versuchen wir mal Schloss zu knacken hier. Finden wir noch irgendwas anderes, C4 oder so, irgendwo hinter der Tür. Das wäre ja auch nicht verkehrt. Ja, ja, wir schaffen's. Dauert ein bisschen das Schloss zu knacken. Und mit dem Schraubenzieher ist ja auch nicht easy, ne? Macht man ja nicht mal einfach so. Ja, super, bin nur wieder in den Bereich gekommen, ja. Ja, wir machen die hier schon wieder heile. Vibrationen pro Controller ist gut zu merken. Wir machen noch den Bohrer klar. Ja, den Bohrer noch hier schon ein Loch rein. Und das mal alle. So, haben wir gleich offen? Ja. Aber dafür liegt hier ganz gut um Munition rum. Super. Mann hier, Server. So, wir haben einen Server. Alter, du. Was ist das für ein Typ, der die Mission plant? Ach ja, ich habe da noch einen Koffer irgendwo liegen lassen. Könnt ihr den vielleicht auch nochmal mitnehmen?
Oh, wenn du unterwegs eine Pepsi findest, nimmst du sie mit? Aber Light, Light sollte sie sein. Wie dumm ist er denn? Ganz ehrlich, mit dem würde ich auch keinen Bankraub machen. Ja, nee, wir haben jetzt gerade den Safe geknackt und so, aber mir ist auch eingefallen, wir haben ja zwei Safes, also vielleicht können wir den anderen Safe auch nochmal knacken zwischendurch. Klar. Mal, ob wir hier einen Aktenkoffer finden. Wenn jemand, der mir sagen kann, wo der Aktenkoffer ist, dann schieße ich euch den Kopf. Ja, okay. Da wird er wohl sein, irgendwo. Ja, ja. Ja, wo steht ihr denn im Koffer rum? Ich sehe hier den Koffer. Munition rum. Okay, wir gucken nochmal alle Räume ab. Achso, okay. Oben ja der Koffer drin, wo wir gerade eingeknackt sind. Oder meint er vielleicht wirklich, dass wir einfach nur hochgehen sollen? Da oben ist dann der Koffer. Gucken wir mal das. Ja, ich weiß, du willst diesen blöden Koffer haben. Wir holen den Koffer. Jetzt mal hier hoch, guck, der Koffer da oben irgendwo liegt. Okay. Wo ist hier der Koffer? Ich verstehe es nicht. Die sind auch nicht so, also richtig eindeutig sind die aber auch nicht hier, die Mission, oder? Nee, den muss noch hier unten sein, der Koffer. Shit. Naja, okay. Guck ich noch ein bisschen rum. Zeig dir den immer an da. Zeig mir doch irgendwie so ein... Okay, Leute, wir brauchen noch einen Admiral, den findet, der hier unten sein soll. Finde ihn. Na gut. Also wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ein Aktenkoffer wird ja wohl aussehen wie ein Aktenkoffer, behaupte ich mal. Ja, vielleicht. So. Bring den Server hier. Los, raus hier. Ja, habt ihr mal, wir gehen da raus, wo wir reingekommen sind, oder? Denke ich mal, ich weiß nicht. So, schnell zum See müssen wir. Okay. Laufen kann ich nicht mehr, ich trage zu viel. Ich trage auch einen ganzen Server bei mir, ne? Da wiegt ja auch bestimmt eine Tonne.
Naja, aber so viele Gegner dürfen ja hier nicht mehr kommen eigentlich. Hüpfen kann ich auch nicht mehr richtig. Nur ein bisschen hoppeln. Ein Häschen. War cool. Haben wir die Mission ja gleich geschafft, würde ich sagen. Wenn da jetzt nicht nochmal ein Stoßdruck kommt. Aber ich glaube nicht. Ah, da steht unser Fluchtflugzeug. Ein schönes Wasserflugzeug. Ich liebe. So, das soll es gewesen sein. Oder? Soll ich hier hinlegen? Ah, okay. Ja, sehr cool. Also, war ja doch eine ganz coole Mission. Allerdings sehr schwierig, fand ich. Weil ich echt nicht wusste, wie ich dieses Ding da hinlegen soll. Aber jetzt weiß ich es. Also ein ganz leichter Tipp. Wenn man länger drauf drückt, kommt dann automatisch der Restkram. Also, wir berechnen die Erfahrung. Crew, Ansen. Das Treffer genau, okay, 23%. Naja, ist nicht so hoch. Ich habe keine Pakete gefunden. Ui, ich habe dafür schon hochgestiegen. Die Pistolen kann jetzt gekauft werden. Inventar hinzugefügt. Okay. 17. Fortschritt. Eieiei. Oh, viele gewonnen Erfahrung, oder? Zeig mal einfach mal ein paar Level. So. Gut, Level 19 werden. Zahltag. Die goldene Mitte nehmen wir mal. Waffenmod. Schleichlauf K4 Gewehr. Okay. Ja, Leute, das war's. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Der nächste Upload, der kommt. Eventuell kommt er sogar heute. Oder morgen zum Livestream. Also Mittwochmorgen ist der 28.02. Nur, dass ihr es wisst. Mache ich einen Livestream um 19 Uhr. Wenn ihr Lust habt, kommt gerne dazu. Bis dahin. Ciao.